Sie haben ein nachhaltiges Umweltbewusstsein, sind bereit zu teilen und können gut auf ein Auto verzichten. Das sind einige der Ergebnisse der Vertiefungsstudie zum Umweltbewusstsein und Umweltverhalten junger Menschen zwischen 14 und 25 Jahren. Zusammen mit dem Umweltbundesamt hat das Bundesumweltministerium die Studie mit jungen Erwachsenen diskutiert. Ich denke mal, dass die Jugendlichen die Generation von morgen bzw. auch die Welt von morgen gestalten. Und deswegen ist wichtig, was sind ihre Anliegen, was sind ihre Bedürfnisse. Deswegen ist der Dialog so wichtig, also nicht übereinander zu sprechen, sondern tatsächlich miteinander, um gemeinsam dann eine bessere Umwelt, eine nachhaltigere Umwelt auch tatsächlich zu verwirklichen. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie sich unsere Gesellschaft und ihr Bezug zur Umwelt verändert. Dabei geht es natürlich auch um die Frage der Lebensqualität. Die jungen Leute sorgen sich stark um die globale Umwelt und den Klimaschutz, machen sich aber mit Blick auf ihre Lebensplanung auch um ihren eigenen Wohlstand Gedanken. Sie betrachten ökologische Fragen nicht losgelöst von sozialen und wirtschaftlichen Fragen. So leistet jeder der jungen Erwachsenen seinen ganz individuellen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Für die Umwelt lebe ich seit 4,5 Jahren vegetarisch. Ich versuche, möglichst plastikfrei einzukaufen. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe, verzichte ich auf diese nervigen Plastiktüten für irgendwie Kartoffeln, die sowieso schon eine Schale haben. Ich mache zurzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr und setze mich generell mit den Themen auseinander. Dass ich viele Sachen lange benutze, also klar nicht wegwerfe und selbst wenn sie kaputt gehen, würde erstmal reparieren, wenn sie dann kaputt ist, wegwerfen. Wir bauen halt viel selber an, zum Beispiel Kartoffeln oder Tomaten, die man nicht unbedingt im Laden kaufen muss. Ich denke, da gibt es eine ganze Menge Punkte, die man auch angehen kann. Man kann ja auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Versucht generell nicht so viele, also mehr Sachen auszuleihen und weniger Sachen zu kaufen. Die Studie ist eine Grundlage für konkrete Strategien und Maßnahmen. In Zukunft soll sich das Umweltbewusstsein auch im Verhalten der nächsten Generation widerspiegeln.